Also es gibt eigentlich keine Hierarchie bei uns im Team. Jeder hat gewisse Budgetfreigaben sozusagen. Jeder, wenn er von etwas überzeugt ist, kann er das auch tun. Oliver Knagge von Ostfriesland Tourismus GmbH. Ihr seid ja bekannt für innovative Ideen, kreative Innovationen auch im Blick auf die Digitalisierung im Tourismus. Unter anderem habt ihr eine Virtual Reality App für Smartphone entwickelt. Wie ist die Idee dazu entstanden im Unternehmen und wie hat sich das letztendlich auf die Umsetzung ausgewirkt? Genau, das ist die Ostfriesland Virtual Reality App, wo wir eben Geschichten von Ostfriesland anders darstellen. Also da geht es um historische Events, Spukgeschichten und so weiter, um eben auch mal Ostfriesland aus einer anderen Perspektive zu erzählen. Wir haben sehr viel Nebel und solche Sachen, um das schon so ein bisschen mystisch ist auch von der Landschaft. Und da haben wir mit einem Partner das Konzept sozusagen auf den Weg gebracht, um eben diese alten Geschichten, die man sich von Generation zu Generation noch erzählt, die irgendwann verloren gehen werden, virtuell sozusagen darzustellen. Und man kann dann über diese App letztendlich an die Orte sich transportieren sozusagen und dann eben auch mal Ostfriesland um 1800 erleben oder eben um 1900. Und man springt dann sozusagen von der einen Geschichte zur anderen und hätte dann natürlich heute noch die Möglichkeit, dann das ein oder andere Schloss natürlich richtig zu besuchen und kriegt dann im Prinzip die Geschichte aufs Ohr oder eben durch verschiedene Sprecher werden die dann halt vertont und auch mit kleinen Filmchen dann entsprechend unterstützt. Also es bietet eine Kombination zwischen analoger Welt, also analogen Geschichten auch oder auch den Sehenswürdigkeiten vor Ort und dem digitalen Erlebnis dann über die App oder auch über eine Virtual Reality Brille zum genau. Beispiel. Ne? Korrekt. Smartphone da einzubinden. Wie wird das angenommen von den Kunden? Gibt's da Resonanz? Ja, wir bewerben das ja, sage ich mal, crossmedial seit gut einem Jahr. Wir haben ungefähr 9000 App-Downloads. Für eine VR-App ist das, glaube ich, schon ganz ordentlich. Kriegen auch immer Rückmeldungen, also wird ständig geupdatet und das ganze Modell ist eben so aufgebaut, dass man das immer um weitere Geschichten erweitern kann. Die sind dort auch schon angeteasert, also wir werden jetzt dieses Jahr noch 5 weitere Geschichten zum Beispiel dort anbringen, die dann wieder über unseren Blog und alles entsprechend wieder quer verlinkt werden, damit das Ding auch langfristig natürlich am Leben gehalten wird entsprechend. Also man kann nicht einfach so eine App einmal kreieren und hochladen und damit hat sich das dann getan. Also im Prinzip muss man auch die Daten aktualisieren, um den Kunden immer wieder ein neues Erlebnis zu bieten und auch aktuelle Daten wieder mit einzubinden. Ganz genau, speziell in so einer Storytelling-App natürlich. Ne? Wenn man es einmal gesehen hat, dann würde man sich das ja vielleicht nicht wieder angucken. Um das Ding eben ständig am Leben zu halten und eben auch neue Orte zu entdecken, wird das also kontinuierlich durch Content eben angereichert. Andererseits habt ihr auch zum Beispiel das Video gemacht Ostfriesland Second, was sehr bekannt geworden ist im Netz. Grundsätzlich, welche Rolle spielen agile Organisationsstrukturen bei euch in der Ideenfindung oder wie kommt ihr dazu, solche wirklich innovativen Überlegungen zu führen oder wie entsteht sowas? Wir haben vor knapp 2 Jahren unser Team komplett umgestellt, auch von der Arbeitsweise, vom Projektmanagement, um eben auch dort agile Methoden einzusetzen. Also Scrum-Boards sozusagen, wir haben das adaptiert quasi für uns, für unsere eigenen Projekte, um halt kontinuierlich uns zu verbessern in allem, was wir eben tun, ständig aber auch Sachen in Frage zu stellen und alles, was dazugehört, sag ich mal, zu einer modernen Unternehmenskultur mit Fehlerkultur und solche Sachen. Und in diesem Bereich gibt es eben auch einen Innovationsbereich, wenn man so möchte, wo wir uns jede Woche auch Sachen angucken, was kann man mal Neues machen, aber eben auch, was passiert da gerade draußen, kann man darauf aufsetzen und so sind wir eben auf dieses Ostfriesland Second gekommen. Der Vorläufer war ja im Prinzip dann Niederlande Second zur Wahl von Präsident Trump und das kam ja übers Wochenende sozusagen und wir haben dann sehr schnell unser Archivmaterial genommen, um das einfach schnell neu zusammenzuschneiden und waren dann genau zur richtigen Zeit mit dem Ding online und hatten dann entsprechende Medienresonanz. Wie steht ihr generell zu weniger Hierarchien innerhalb des Teams, also auch zum Beispiel die selbstständige Führung von Teams? Genau, das haben wir eben in diesem Prozess sozusagen gemacht. Also es gibt eigentlich keine Hierarchie bei uns im Team. Jeder hat gewisse Budgetfreigaben sozusagen. Jeder, wenn er von etwas überzeugt ist, kann er das auch tun. Natürlich, wenn es um größere Summen geht, dann wird das natürlich schon rückgekoppelt. Aber dadurch, dass wir eben regelmäßige Meetings auch haben, wird das ja eh schon im Team besprochen. Also das Ostfriesland Second hat ja jetzt nicht einfach einer gemacht, sage ich mal. Das ist dann schon eine Teamleistung gewesen auch. Aber da sind auch 1000 Fehler drin. Also jedes Mal, wir haben es uns 100 Mal angeguckt und immer noch wieder Schreibfehler und solche. Aber wenn man dann immer einfach wartet,
bis es wirklich perfekt ist, dann wäre es in dem Moment einfach zu spät gewesen. Wir haben zum Beispiel 4 Wochen später noch so einen Extended Director's Cut hinterher gelauncht, der auch noch mal 500.000 Mal angeschaut wurde. Der war dann fast perfekt, weil da waren auch wieder Fehler drin. Also wenn man einfach versucht, alles perfekt zu machen, dann wird man nie fertig. Und so leben wir das entsprechend auch. Also jeder unserer Auszubildenden darf gerne Sachen ausprobieren, wenn sie meint, sie kriegt das so hin. Und dadurch haben wir eben die Erfolge einfach aktuell gerade. Also zusammenfassend kann man sagen, dass sowohl Freiräume für die Mitarbeiter, neue Strukturen, neue Ideen auch zugelassen werden müssen und auch Fehler durchaus akzeptiert werden und manchmal sogar notwendig sind, um letztendlich wirklich innovative Dinge zu schaffen und dadurch erfolgreich zu arbeiten.